Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Ihr seht schon, ich war jetzt gerade bei der guten Dame hier vorne. Und ja, ich habe schon mal eine reingeschossen. Einfach bloß, um zu schauen, ob es funktioniert, ob wir es einigermaßen hinbekommen und wie wir es vor allem hinbekommen. Also ich bin sehr gespannt, ob es jetzt klappt noch einmal. Das heißt, wir nehmen uns einfach eine dieser Früchte hier. So ist gut. Die muss nämlich einmal hier vorne hin. Anschließend schießen wir die hier hin. Und dann darauf. Ja, es klappt. Jetzt ist sie hier vorne. Dann nehmen wir sie hier hin. Und schon ist sie drüben. Müssen wir bloß noch rüber und die Frucht ins Tor buxieren. Ja, perfekt. Wird schon. Nummer 2. Haha. Seht ihr, das ist das, was ich meinte. Also ich hatte jetzt erstmal ausprobiert, wie es am besten funktioniert und das war die beste Variante. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Gleich noch einmal. Ein letztes Mal wohlgemerkt. So ist schön. Guti. Nee, oben rauf solltest du nicht. Kann ich dich wieder runterspritzen? Ja, geht. Wunderbar. Okay, und das Ding muss jetzt noch rüber. Oh nein! Doch nicht ins Wasser! Es war so klar, dass das passiert. Na gut, nochmal. So, eine ist auf jeden Fall schon mal hinten. Perfekt. Dann gehen die auch nicht so schnell kaputt. Dann haben wir nämlich ein bisschen Zeit, weil wir uns so viel Zeit sparen mit dem Hochbringen. So, die muss hier hin. Ja, perfekt. Jetzt können wir sie mitnehmen. So, jetzt kriegst du auch deine letzte Frucht. Bist du zufrieden? Danke, Schatzi. Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön, damit haben wir jetzt auch die nächste blaue Münze. Wunderbar. Und wir kümmern uns jetzt um die restlichen Insignien der Sonne, falls wir sie denn finden. Fangen wir an mit Playa del Sol. Das war, glaube ich, hier drüben beim Leuchtturm. Na, ihr seid auch noch am Feiern, wa? Das freut mich. Here we go. Was? Juhu. Playa del Sol, Wassermelonen Festival. Bei diesem Wassermelonen Festival gibt es nicht viele Strandwurzeln. Eine dieser Wurzeln hat auf jeden Fall noch eine Insignie der Sonne für uns. Jetzt bloß die Frage, welche? Die schon mal nicht. Vielleicht die, wo der Yoshi bei ist? Oder ran muss? Kann durchaus sein. Aber dann müssten wir Yoshi erstmal füttern. Und vor allem finden. Hat irgendjemand Yoshi gesehen? Wo könnte Yoshi sein? Hier sind die Früchte für Yoshi. Yoshi, wo bist du? Das interessiert mich gerade brennend. So, von hier aus können wir relativ gut gucken. Aber ich sehe kein Yoshi-Ei. Seht ihr eins?
Es muss ja irgendwo sein. Denn nicht umsonst haben wir da vorne die Früchte für Yoshi. Vielleicht ja doch hier. Es kann durchaus sein, dass Yoshi hier mit den anderen feiert. Nee, sieht nicht so aus. Wer hat Yoshi gesehen, meine Lieben? Umsonst gibt's die Früchte nicht. Yoshilein, du bist so fein. Zu Schluss hier. Ich denke, dass Yoshi eher weiter oben sein wird. Denn das ist der einzige Punkt, den wir bisher noch nicht begutachtet haben. So, das bleibt jetzt schon mal offen. Dann können wir hier jederzeit hochlaufen. Hier gibt es schon mal kein Yoshi-Ei. Hier aber auch nicht. Yoshi, wo bist du? Hier ist auch kein Yoshi. Doch hier ist kein Yoshi. Keine blauen Münzen, kein Yoshi. Was soll ich denn machen? Vielleicht ist Yoshi drüben bei der Insel, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir kommen ja denn von da gar nicht mehr runter. Nee. Der muss hier irgendwo stecken. Hat irgendjemand ein Yoshi-Ei gesehen? Hier gibt es zwar Früchte, aber kein Yoshi. Dabei haben wir den ja schon freigeschaltet. Ist auch kein Yoshi. Aber zumindest noch eine Düse. Die hatten wir allerdings schon. Vielleicht ja hier oben irgendwo. Naja, Bienen, ich weiß. Wo ist Yoshi? Denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Teil dann nur loswerden und vielleicht einen Insignie der Sonne kriegen, wenn wir Yoshi holen. Hier ist auch kein Yoshi-Ei. Auch nicht. Auch nicht weiter hinten am Strand. Das kann ja nur noch hier sein. Aber hier ist nichts. Da sind nur Münzen und im Wasser kann es auch nicht sein, weil Yoshi kein Wasser ab kann. Ist da nicht wahr? Ja, gut. Also ich kann Yoshi nicht finden. Ich denke, dass das nichts mit Yoshi zu tun haben kann. Nehmen wir doch einfach mal die. Na also, geht doch.
Sehr schön. Ich musste nachgucken. Ich wusste ehrlich nicht mehr, wo Yoshi eigentlich ist. Und habe dann gesehen, man braucht Yoshi gar nicht. Ich weiß gar nicht, wofür die andere Dünenwurzel denn überhaupt da ist. Die haben wir nie gebraucht, oder? Für gar nichts. So, das ist die letzte Insignie der Sonne hier in Playa del Sol. Damit sind wir auch mit diesem Gebiet komplett durch. Prösterchen! Sehr schön. Speichern und weiter. Puh, noch 16 weitere Insignien der Sonne, dann sind wir wirklich mit allem fertig. Das nächste, was wir anlaufen, ist noch ein Bayer Paradiso. Das war gleich hier vorne. Da haben wir nämlich noch die Muschel. Einerseits und andererseits bestimmt auch noch mehr. So, und dafür nehmen wir, schnapp dir die Muschel, genau, das Geheimnis der Muschel. Das nehmen wir mit und damit kommen wir nach oben hin, dorthin, wo ich gerade noch eine blaue Münze gesehen habe. Sehr interessant, brauchen wir auf jeden Fall. So, ist schön und wir müssen uns auch darum kümmern, so schnell wie möglich dort drüben hinzukommen. Denn da gibt es noch mehr blaue Münzen. Ja, es gibt noch sehr viel, was wir hier nicht mitgenommen haben, gesammelt haben. Unten habe ich gerade auch noch eine gesehen. Wir haben noch ganz schön zu tun. Okay, auf geht's. Stellen uns hier vorne hin. Halt! Wir machen das anders. Ich brauche diese Düse, mit der ich ganz schnell unterwegs bin. Wo kriege ich die? Hier vorne irgendwo? Damit müssten wir doch ganz, ganz schnell auch auf die andere Seite kommen. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass das mit einfachem Schwimmen zu tätigen sein wird. Komm, wir holen uns erstmal die blaue Münze da unten. Da ist auch noch ein Leben. Und wie schön. Aber ich brauch's gar nicht. Ich brauche die blaue Münze. Das andere ist mir eigentlich egal. Hallo, Herr Fisch. Ich glaube, hier muss ich auch noch die 100 Münzen sammeln, oder? Dankeschön, jetzt kann er mich ruhig fressen. Nur ist egal. So, ich hau wieder ab. Tschüss. War schön mit dir. Okay, mehr ist im Untergrund nicht. Okay, das ist gut für uns. So können wir zumindest nichts verpassen. Von da oben. Oh, Mario, 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 Mario. Oh Gott, war das knapp. Wir haben es geschafft. Immerhin. So, jetzt müssen wir zur Muschel hoch. So viel noch zu tun. Wahnsinn. Wie am besten? Mit den Seilen. Klappt immer. Oh, die sind sehr langsam unterwegs. Blöd gut. Komm schon. Höher. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Mario. Verdammt. Ah, ich möchte, dass du das schaffst. Kleiner Klempner. Oh, ach komm, das war so gut. Ich wollte mich doch ärgern. Guck mal, hier bin ich schneller oben. Okay. Bis hierhin sind wir gekommen. Jetzt müssen wir bloß noch zur Muschel hoch. Wo auch immer die sich befindet. Auf dieser Seite? Ja. Okay. Lass mich erstmal erörtern, wo es hier lang geht.
Gut, da komme ich so einfach nicht drauf. Dann muss ich mir das hier zunutze machen. Okay, gut, auf geht's. 8 rote Münzen. Und zwar nicht einfach so versteckt. Nein, wieder in einem schwierigen Level, die ich ja über alles liebe. Diesmal allerdings mit Düse. Darf ich nicht vergessen. Was bitte war das? Oh. Mario, ey. Hallo? Was war das? Wenn die Gerätschaften nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, verdammt. Wow. Ja, das war knapp. Okay, auf geht's. Bereit, Mario? Ich bin's nicht. Ich seh nix. Was ist das denn hier? Ich will doch bloß ans Seil ran. Aber beeilen. Fünf. Sechs. Verdammt, noch eins. Sieben. Da ist die letzte. Und ich komme nicht mehr ran. So kurz davor. Ja, verdammt, ich habe sehr viel Zeit verplempert mit dem ganzen Hin- und Hergespringe. Nochmal. Es ist ja gar nicht so schwer, es geht ja. Dadurch, dass wir die Düse haben, sind wir in der Lage, einiges zu schaffen. Arrivederci. Alles wird gut. Und los. Oh, ich bin total verkrampft. Total angespannt gerade. Fünf. Sechs. Ganz ruhig. Wir sind besser als eben. Ja.
7. Nur noch eine. Diese Musik und dieser Zeitdruck, das ist furchtbar. Dadurch lässt man sich so beeinflussen und kann im Prinzip nur runterfallen. Aber wir haben es geschafft. Die Insignie ist schon mal freigeschaltet. Wir müssen nur noch hier rüber. Wunderbar, das war Nummer 105. Juhu. Speichern und weiter.